Hallo ihr Lieben, da ist sie wieder, eure Katrin mit einem weiteren Review für euch. Heute steht das Paleoloxodon auf dem Review-Tisch. Ein wunderschönes, großes und schweres Modell mit einer Länge von ca. 23,5 cm und einer Höhe von ca. 12 cm. Doch bevor ich zum Modell selbst komme, gibt es erstmal die Fakten rund um dieses spannende Tier. Das Paleoloxodon lebte ungefähr vom Pleistozän bis zum mittleren Holozän vor 5 Millionen bis vor ca. 4000 Jahren. Paleoloxodon ist eine ausgestorbene Elefantengattung, die gelegentlich in die Gattung Elephas und somit in die Verwandtschaft der asiatischen Elefanten eingereiht wurde. Innerhalb von Elephas galt Paleoloxodon mitunter als Untergattung. Genetische Untersuchungen aus dem Jahre 2017 zufolge ist sie aber näher mit der Gattung der Loxodonta, also dem afrikanischen Elefanten, verwandt. Die Stoßzähne sind bei allen Arten ziemlich gerade. Die Schulterhöhe betrug bei den größeren Arten bis über 4 Metern. Es gab jedoch auch zwergwüchsige Inselzwergelefanten genannte Arten. Die frühesten Funde der Gattung Paleoloxodon kamen in Afrika zutage. Hier ist in Ostafrika mit Paleoloxodon ecorensis die älteste Art vor rund 5 Millionen Jahren nachgewiesen. Eine ältere mit Paleoloxodon navatalensis bezeichnete Form wurde 2010 aufgelöst und mit anderen frühen Elefantenformen gleichgesetzt. Weitere afrikanische Vertreter sind Paleoloxodon recki und Paleoloxodon iolensis. Die bekannteste Art ist allerdings der im Eiszeitalter in Eurasien beheimatete europäische Waldelefant Paleoloxodon antiquus, also das Exemplar, was wir hier gerade vor uns haben. Von ihm stammen auch verschiedene Inseln bewohnende Zwergelefanten wie der sizilianische Zwergelefant und einzelne andere Formen wie Paleoloxodon cypriotis von Zypern oder Paleoloxodon tiliensis von Tilos ab, die durch ihren isolierten und begrenzten Lebensraum als verzwergte Abkömmlinge einzustufen sind. Weitere Arten traten in Asien auf, so Paleoloxodon namadicus Südasien sowie Paleoloxodon turkmenicus Zentralasien, der etwa zur gleichen Zeit lebte wie der europäische Waldelefant. Paleoloxodon starb dann im späten Pleistozän aus. Einige Inselformen überlebten möglicherweise bis in das mittlere Holozän. Die wissenschaftliche Erstbeschreibung von Paleoloxodon legte Hikoshi Kiro Matsumoto im Jahr 1924 vor. Die Bezeichnung verweist auf die damals vermutete enge Beziehung zu Loxodonta, welche die heutigen afrikanischen Elefanten einschließt. Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts galt Paleoloxodon allerdings als Synonym zu Elephas und damit zur Gattung des asiatischen Elefanten. Genetische Untersuchungen an Fossilen des europäischen Waldelefanten belegen jedoch tatsächlich eine nähere Verwandtschaft mit Loxodonta, weshalb Paleoloxodon wieder als eigenständig gilt. Kommen wir jetzt zum Modell selbst. Wie man sieht, handelt es sich hier um einen Bullen. Wirklich fantastisch lange Stoßzähne, sehr beeindruckend. Richtige Schaufeln hat er hier. Absolut Wahnsinn. Schauen wir uns erstmal den Kopf im Detail an, so wie immer. Er hat hier einen ordentlich fleischigen Hut auf dem Kopf. Sieht man die Augenhöhlen. Ein fantastisch geformtes Elefantenmodell. Herrlich, wie auch hier wieder die Stoßzähne schön aus der Haut hier ragen. Fantastisch. Da sieht man schon, wie unglaublich lang die Stoßzähne sind, ne? Wahnsinn. Auch der Rüssel ist wirklich einmalig geformt. Er schwingt ihn so lässig hin und her und so in dieser Perspektive wirkt dieses Exemplar hier schon fast lebendig. Auch die Kopfhaltung so leicht schräg, wie man es auch von heutigen Elefanten kennt, wenn sie so cool, lässig und locker durch die Gegend marschieren und dabei den Kopf hin und her schwenken. Auch er hat das Maul geöffnet. Man sieht eine rosige Mundhöhle, Maulhöhle und weiter hinten
Sogar die Backenzähne im Oberkiefer. Das ist noch sehr speziell. Im Unterkiefer kann man sie auch bei diesem Modell nicht sehen. Er hat etwa mittelgroße Ohren. Die wirken auch noch recht lebendig hier, dadurch, dass sie hier unten noch so eine rosa Färbung zeigen, Hautfarben. Ein kurzer, kräftiger Hals, extrem faltige Haut, wie wir es auch von Elefanten kennen. Er wird hier so im Laufen gezeigt. Das ist ein Tripod, wenn man so will. Er steht auf drei Beinen. Das Bein hängt ein bisschen in der Luft, minimal. Und auch bei dem sind die Fußsohlen wieder sehr, sehr gut herausgearbeitet. So wie es auch bei heutigen Elefanten zu sehen ist. Ne? Dann haben wir hier den gedrungenen, sehr stämmigen Körper. Ein Rückgrat, das hier sehr markant durch die Haut sticht. Ebenso die Hüftknochen. Wirklich wie lebensecht modelliert worden. Also eine Meisterleistung, wie ich finde, von demjenigen, der dieses Modell hier modelliert hat. Ja, dann das Hinterbein. Auch eben toll geformt, auch mit den Klauen da vorne dran, wie die hier so drin stecken. Ja, das ist echt cool. Super schönes Modell. Rückansicht. Hinterteil. Cool, wie sich die Haut hier noch so rumzieht, ne? Wenn man es mal so sieht. Das Laufen und so. Jetzt hätte er eine nicht passende Hose an. Ja, der Schwanz hier noch. Ein paar Härchen da dran. Dann wandern wir auch schon auf die andere Seite. Nochmal eine schöne Detailansicht. Die Haut. Beines. Sieht das nicht fantastisch aus, wie der gemacht ist? Absolut klasse. Haben gerade wieder ein bisschen Fokusprobleme hier. Hier nochmal die Flanke und der sehr gewölbte Bauch. Schön auch, wie die Hautfalten hier so zusammenführen. Ein grandioses Modell einfach. Dabei nochmal sagenhaft. Dann schauen wir uns das Teil nochmal von der Unterseite an. Recht faltiger Hals. So ein 2018er Exemplar, wie man hier gerade sieht. Nochmal die Bezeichnung des Modells. Hier ist also unser Paläoloxodon einmal in der Ansicht von vorn. Schaut er nicht fantastisch aus? Und einmal von der Rückansicht und man könnte meinen, es ist ein ganz normales Elefantenmodell. Dann die Komplettansicht von oben mit all den schönen Details. Und die Komplettansicht von unten. Und dann gibt es ja noch diese wunderschöne Karte dazu, wo nochmal das Modell als Gemälde zu sehen ist. Könnte auch eine Computeranimation sein oder ein computergestaltetes Exemplar. Fantastisch, einfach schön. Noch ein paar Fakten rund um das Tier. Und wie immer die Rückansicht, die sieht grundsätzlich immer so aus. Einfach eine schöne Sache, noch so ein paar tolle Sammelkarten, so hochwertige, schöne Sammelkarten dazu zu tun. Und dann haben wir hier noch dieses Schildchen. Ja, nochmal mit der Beschreibung und dem Maßstab 1:35. Paläoloxodon dann nochmal als Skelett. Mit ein paar Infos, wie immer nur in Englisch. Und das, was sonst immer so in diesem Wimpelchen drin steht. Ne? Schöne Sache. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon wieder, das Review zum Eofauna Paläoloxodon Antiquus. Wer dieses Modell noch nicht in seiner Sammlung hat, es aber gerne möchte, der schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Da habe ich ihn euch nochmal verlinkt. Holt euch das Teil, es lohnt sich, wirklich absolut beeindruckendes Exemplar. Und ich für meinen Teil klinke mich wieder aus, sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!